Moin Leute, was geht? Mein Name ist Erich Müller und in diesem Video möchte ich euch mal wieder eine Build-Order vorstellen. Bei der heutigen Build-Order handelt es sich um den sogenannten Fast-Castle-Build. Das heißt also, man versucht möglichst schnell durch die Feudalzeit durchzukommen, man überspringt sie fast schon und geht dann dementsprechend schnell in die Ritterzeit. Diese Strategie ist besonders auf geschlossenen Karten wie Arena sinnvoll, deswegen werde ich sie euch auch auf Arena zeigen. Und mit dieser Strategie kommt man halt eben sehr, sehr schnell in stärkere Militäreinheiten rein, wie zum Beispiel Armbrustschützen. Man kann einen Wirtschaftsboom aufbauen, weil man schneller neue Dorfzentren bauen kann. Oder, was ich euch heute zeigen werde, man kann sehr schnell in seine Spezialeinheit reinkommen, indem man eben direkt eine Burg baut. Auch wenn ich euch heute den sogenannten Fast Castle into Unique Unit Build zeigen werde, also wie gesagt, möglichst schnell in die Spezialeinheit reingehen, ist das Schöne eben an dieser Fast Castle Build Order, dass man, wenn man ein, zwei Sachen abändert, man damit auch alles andere machen kann. Das heißt, man kann im Prinzip mit der gleichen Build Order einen Boom spielen oder jede andere Militäreinheit. Dafür muss man nur ein bisschen das Gefühl bekommen, wie das funktioniert, aber das ist eigentlich sehr schnell gemacht, wenn man das Grundprinzip dieser Build Order einmal verstanden hat. Dann noch ein kleiner Disclaimer, diese Build Order wurde nicht von einem Pro entworfen, sie funktioniert für mich, ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ich möchte sie euch einfach nur zeigen, weil sie so, wie sie jetzt ist, für mich funktioniert. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mal auf meinem Twitch-Kanal vorbeiguckt, unter diesem Link, der ist auch nochmal in der Videobeschreibung und ansonsten viel Spaß mit dem Video. So, ich werde euch das Ganze jetzt in einem Replay zeigen und ich wollte mal eine neue Videoart sozusagen ausprobieren, weil normalerweise sind die Build-Order-Videos ja auch bei mir meistens solche One-Takes, aber das war mir persönlich immer viel zu lang. Deswegen werde ich jetzt nochmal ein bisschen mit Schnitten versuchen, das Ganze zu kürzen, ohne dass dabei Informationen verloren gehen. Ob ihr das gut oder schlecht findet oder vielleicht andere Ideen habt, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Genau, das hier ist auf jeden Fall ein 27 Pop No Loom Build, das heißt also, man entwickelt nicht den Webstuhl und macht dafür sozusagen einen Dorfbewohner mehr. Ich werde euch das Ganze jetzt einfach mal zeigen. Wir beginnen hier natürlich, machen wir ein bisschen fast forward, wir beginnen hier ganz standardmäßig mit dem Bauen zweier Häuser, dann schicken wir insgesamt 6 Dorfbewohner inklusive der 3 Startdorfbewohner auf Schafe. Es sollte klar sein, das Dorfzentrum wird permanent am Laufen gehalten mit der Produktion von Dorfbewohnern. Nachdem wir 6 auf Schafen haben, schicken wir 4 auf Holz. Und da muss ich einmal ganz kurz anmerken, ich glaube, das hier ist die schlechteste Arena-Map, die ich jemals hatte, weil ich innerhalb meiner Mauern keine richtige Woodline habe. Ich bin erstmal noch hier rauf gegangen. Die Build-Order funktioniert bis auf ein bisschen Idle-Time in der Ritterzeit trotzdem. Auch auf so einer echt schlechten Map. Aber naja, genau, wir schicken 4 auf Holz. Wichtig, weshalb ich das euch unter anderem auch auf Arena zeige, das Reh hier ist ein bisschen widerspenstig, ist, dass man das Reh reinpushen muss für die Extra-Nahrung. Es funktioniert auch ohne, da muss man allerdings ein bisschen mehr mit Feldern arbeiten. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein separates Video. Nachdem wir 4 auf Holz haben, holen wir uns das Wildschwein rein. Der nächste Dorfbewohner baut ein Haus. Und der wieder nächste Dorfbewohner, das ist dann der 13. bzw. Population 14 mit dem Scout, baut dann eine Mühle. Der das Haus gebaut hat, geht da auch hin. Das ist jetzt gerade ein bisschen viel auf einmal, aber es ist eigentlich total leicht. Ja, nach den 4 auf Holz holt der nächste das Wildschwein. Dann der nächste baut ein Haus, dann der nächste eine Mühle und der von Haus geht auch mit auf die Mühle. Dann schicken wir noch 2 Dorfbewohner auf die Mühle, bis wir hier insgesamt 4 auf den Bären haben. Es ist ein bisschen schnell, aber ich möchte das Video auch ein bisschen komprimieren. So, genau, dann können wir nach und nach das Reh reinpushen. Dafür gibt es jetzt eigentlich kein perfektes Timing. Das ist so ein bisschen Gefühlssache. So, dann, nachdem wir 4 auf Bären haben, kommt wieder einer auf das Wildschwein. Und ab jetzt, genau, da müssen wir das zweite Wildschwein reinholen. Wie gesagt, je nachdem, wie man die Rehe timet, muss man hier ein bisschen mit dem Wildschwein aufpassen, wann man das reinholt, damit es nicht viel zu früh und nicht zu spät ist. Aber besser zu früh als zu spät. So, Population Nummer 18 bzw. Dorfbewohner Nummer 17 baut ein weiteres Haus. Es ist eigentlich immer wichtig, dass man das Haus baut 2 Populationsplätze, bevor man popcapped ist. Dann timet man es eigentlich immer perfekt. So, nächstes Wildschwein ist reingeholt, am besten noch die Nahrung hier unten aufbrauchen, genau. Und dann schicken wir die nächsten 4 Dorfbewohner inklusive dem des Hauses auf Holz, sodass wir dann am Ende 8 haben mit den 4 vom Anfang. Das ist jetzt natürlich ein ganz schlechtes Beispiel, weil die Woodline hier maximal ineffizient ist. Ich werde im Übrigen die ganzen Schritte, wie man was machen muss, auch nochmal in die Videobeschreibung tun, damit ihr das Ganze da nochmal auf Abruf habt. Und ja, genau, hier müssen wir jetzt ein bisschen rumtasken, dass die Dorfbewohner hier unten alle aktiv sind. Ich schicke auch schon mal die Schafe zurück. Jetzt können wir auch langsam schon mal anfangen, 2 Felder zu bauen mit den Dorfbewohnern unter dem Dorfzentrum. Wir haben jetzt hier 8 auf Holz, auf der schlechtesten Woodline, die ich auf Arena jemals gesehen habe.
Population Nummer 22 kommt auch noch mit auf das Wildschwein. So, jetzt beim nächsten Dorfbewohner sind wir sozusagen wieder zwei vom PopCap. Das heißt also, der baut wieder ein Haus. Und nachdem er das Haus gebaut hat, baut er hier auch direkt das Bergarbeiterlager. Beziehungsweise das baut der nächste, der hier jetzt rauskommt. Dann ist es dann Population Nummer 24. Der baut ein Bergarbeiterlager am Gold. Und der vom Haus geht da mit drauf. So, wie viele schickt man auf Gold in der dunklen Zeit bei einem Fast Castle-Build? Normalerweise zwei Dorfbewohner. Wenn man einen Hebstuhl entwickelt, braucht man drei, damit man am Ende der Feudalzeit genug Dorfbewohner hat. Ziel eines jeden Fast Castle-Builds übrigens, in der Feudalzeit nur zwei Dorfbewohner zu bauen, um die Zeit zu überbrücken, die man braucht, um die nötigen Gebäude zu bauen. Danach geht man direkt in die Ritterzeit. So, Population Nummer 25 nach den beiden auf Gold baut direkt noch ein Bergarbeiterlager beim Stein. Und da werden wir die nächsten zwei Dorfbewohner auch noch hinschicken und dann klicken wir auch schon in die Feudalzeit. So genau, der geht jetzt noch hier hin. Der nächste Dorfbewohner auch und dann geht's hoch in die Feudalzeit. So, super. Mit der Woodline hier wird es langsam ein bisschen eng. Das braucht ihr eigentlich nicht beachten, das hier ist ein Sonderfall. Also wie gesagt, ich glaube, das ist die schlechteste Map, die ich jemals hatte. Normalerweise hat man immer eine mit drin. Ich habe jetzt hier die Mauern eingerissen und die Dorfbewohner hingeschickt. Es muss jetzt im Prinzip beim Hochgehen in die Ritterzeit so aussehen, dass ihr 4 auf Bären habt, 3 auf Stein, 2 auf Gold, 8 auf Holz und den Rest hier auf Schafen. Natürlich mit den 2 hier auf Feldern. So, genau, wir machen in der Feudalzeit dann 2 Dorfbewohner, die habe ich auch schon mal eingequeued, die kommen dann auf Stein, sodass wir dann am Ende der Feudalzeit bzw. mit den beiden neuen Dorfbewohnern 5 auf Stein haben. So, dann schicken wir 3 Dorfbewohner schon mal ein bisschen abseits, am besten von Holz, weil wir den Rest für Goldstein und Nahrung brauchen. Und diese 3 Dorfbewohner bauen dann einen ganz, ganz typischen Market Blacksmith, also einfach nur Markt bauen, Schmiede bauen, damit man die 2 Gebäude hat, die man braucht, um in die Ritterzeit zu klicken. Wenn man nicht unbedingt die Unique Unit spielt, dann bietet sich zum Beispiel auch Blacksmith Archery Range an, wenn du zum Beispiel auf Bogenschützen gehen willst oder Blacksmith Stable, wenn man Kavallerie bauen möchte und so weiter und so fort. So, die 3 Dorfbewohner, wenn sie fertig sind, gehen auch direkt auf die Steine. Jetzt haben wir hier ein ganz kleines bisschen Idle Time. Ich schiebe das jetzt einfach mal darauf, dass wir hier umziehen mussten und unerwartete Probleme mit dem Holz hatten. Das hatte ich vorher noch nie. Das heißt, ihr könnt ja eigentlich nochmal 10, 15 Sekunden abrechnen, aber wir kommen trotzdem problemlos hoch. Genau, und ansonsten schicken wir dann die ganzen übrigen Dorfbewohner, die hier unter dem Dorfzentrum waren, auf die sogenannten Straggler Trees, also die hier ums Dorfzentrum rumstehen und fangen an, noch mehr Felder zu bauen, damit wir, sobald wir in der Ritterzeit sind, genug Dorfbewohner weiter produzieren können und uns jetzt in der Feudalzeit auch die Economy Upgrades leisten können. Ganz genau, so. Wir gehen in die Ritterzeit. Es sieht folgendermaßen aus. Wir haben 8 Dorfbewohner auf Stein, wir haben... Ja, genau, hier oben auf dem Lumbercamp 5, dann haben wir hier noch welche, die permanent irgendwelche Farmen adden, 4 auf Bären, 2 auf Gold. So, 8 Dorfbewohner auf Stein, das ist relativ viel und man hat meistens auch das Stein zusammen, bevor man in der Ritterzeit ist. Das heißt also, man kann jetzt 2 Sachen machen. Entweder man geht mit den Dorfbewohnern nach vorne und baut die Burg aggressiv, weil man die Steine schon früh genug zusammen hat. Oder man macht das, was ich für gewöhnlich mache, man schickt einfach ein paar Dorfbewohner ab auf Holz, auf Gold, auf Nahrung, je nachdem, was man halt eben für die Einheit braucht, die man spielen möchte. Das ist nämlich noch was, was ich erwähnen wollte. Je nachdem, welche Ressourcen die Einheit kostet, die man spielen möchte, muss man seine Dorfbewohner natürlich anders legen. Wenn man jetzt, was weiß ich, eine Holz- oder Goldlastige Spezialeinheit spielt, wie zum Beispiel die Federpfeilschützen von den Maya, dann braucht man natürlich mehr auf Holz und Gold als jetzt auf Nahrung. Ja? Da muss man natürlich ein bisschen nachjustieren. Da gibt es jetzt nichts Allgemeingültiges. So, hier habe ich auch eigentlich keine richtige Faustregel, wie viele ich dann schicke, um die Burg zu bauen. Ich habe jetzt einfach mal 4 von Stein geschickt, 5 von Stein, den einen, der das Haus gebaut hat, noch einen von den Bären, sodass wir insgesamt 7 Dorfbewohner haben. Und ihr seht, wir sind nicht 9 Minute 16 in Game und fangen schon an, unsere Burg zu bauen. Und das trotz Idle Time. Ab hier müsst ihr es natürlich komplett auf eure Spezialeinheit anpassen, auf euren Spielplan, auf das, was der Gegner macht. Ja, hier gibt es keine richtige Faustformel mehr, wie man seine Wirtschaft zu steuern hat. Achtet einfach nur darauf, dass ihr das Dorfzentrum aktiv halten könnt und möglichst auch eure Militärproduktion. Ach so, nochmal am Rande, diese Build-Order macht mit Sarazen nicht so viel Sinn, weil Mamelucken echt nicht gut sind und schon gar nicht in der Ritterzeit. Ich habe jetzt nur die Sarazen genommen, weil die keinen Wirtschaftsbonus haben und man deswegen die Build-Order so allgemeingültig nachbauen kann. Ja, mit Völkern, die Wirtschaftsboni haben, wie zum Beispiel Briten, die Schafe schneller ernten, da geht das Ganze natürlich nochmal bedeutend sauberer von der Bühne.
Aber es geht auch so, das ist das, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, ihr konntet was mit dem Video anfangen. Es war teilweise ein bisschen viel auf einmal. Vielleicht müsst ihr es euch noch ein zweites Mal ansehen. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann sehr gerne in die Kommentare damit. Vergesst nicht, auf meinem Twitch-Kanal vorbeizugucken. Und ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.